Ich bin Sabine von Setra Classic. Habt ihr Lust auf eine kleine Zeitreise? Na dann steigt mal ein. Alles begann in den 50er Jahren. Um genauer zu sein, 1951. Denn dies war die Geburtsstunde des Setra S8. Der gibt der Marke bis heute ihren Namen. Denn Setra steht schlicht für selbsttragend. Auf den großen Erfolg musste Setra bis 1959 warten. Da startete die Baureihe 10. Die Baureihe 10 wurde im Baukastenprinzip gefertigt. Diese rationelle Bauweise ermöglichte, aus einem Grundtyp 8 verschiedene Omnibustypen zu bauen, da 80% der Teile austauschbar waren. . 1967 wurde dann die Baureihe 100 präsentiert. Das Setra-Baukastenprinzip wurde weiterentwickelt. Es wurde Wert auf viele Gleichteile gelegt. Die Fahrzeuge wiesen allerdings deutlich größeren Komfort auf. Optisch waren die Busse kantig, hatten einen größeren und höheren Fahrgastraum, was den Fahrkomfort erheblich steigerte. Weiche und sanftere Rundungen erhielten die Busse erst im Kultjahrzehnt, den 70ern. Allgemein waren diese Jahre durch einen echten Kulturwandel und eine neue Reiselust geprägt, was sich auch in der Baureihe 200 spiegelt. Völlig neu war dann diese Querstrombelüftung, eine unabhängig vom Fahrer arbeitende Heizung und Lüftung. Natürlich hielten auch die 80er Jahre einige Neuerungen bereit, aber ein neues Buszeitalter rollte erst 1991 an. Da wurde die Baureihe 300 präsentiert. Auffälligstes Merkmal war die markante Schwinge hinter dem Cockpitbereich sowie das völlig neu entwickelte Integralspiegelsystem, das der Baureihe ihr einzigartiges Gesicht verlieh. Mit dieser Baureihe beginnt man auch die Übersicht über die Modellpalette zu erleichtern. Man unterscheidet von nun an in Topglas, Comfortglas und Multiglas. Im beginnenden 21. Jahrhundert steigt der Drang nach Mobilität. Sie wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit. 2001 stellt Setra die Topglas 400 vor. Geprägt wurde das Design durch die chromfarbene Schwinge, die auch La Linea genannt wird. Nicht nur was Datenvolumen und Gebäudehöhen betrifft, ging es ab den 2010er Jahren richtig hoch hinaus. Auch Setra strebt mit Super- und Superhochdeckern mit der Baureihe 500 zu neuen Sphären. 2012 erblickt die Setra Comfort Glass das Licht der Welt. Modernes Design trifft hier auf herausragende Aerodynamik. Zusammen mit einer völlig neu entwickelten Motorengeneration bedeutet dies verbesserte Wirtschaftlichkeit, geringerer Kraftstoffverbrauch und Umweltfreundlichkeit. Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen, beim aktuellen Flaggschiff der Traditionsmarke, dem Doppelstock S531 DT. Damit ist unsere Zeitreise durch 70 Jahre Setra beendet. Aber eins ist sicher, die Geschichte geht weiter.